Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Last of Us Part 2 Remastered. Also jetzt können die nicht noch irgendwas machen, das wird ja mal länger. Wir wollten hier runter. Da liegt noch ein Brief. Bo, es tut mir leid, dass ich nicht hier war, als du zurückgekommen bist. Hier muss es aussehen, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Irgendjemand muss der Fedra einen Tipp über unsere kleine Rationenoperation gegeben haben. Ich wette, es war Zhao, die Ratte. Ich konnte ein bisschen was von unserem Zeug verstecken, aber ich fürchte, unsere Geschäftspartner werden nicht erfreut darüber sein, dass ihre Lieferung weg ist. Ich habe ein paar Vorräte in den Safe gelegt. Die Kombination ist 68, 96, 89. Triff mich in unserem anderen Versteck. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir uns hier rausziehen. Pass auf dich auf, May. Ja. Also irgendwas ist hier definitiv schiefgelaufen. Aber den Safe haben wir ja schon geöffnet. Das Ei hatten wir in der letzten Folge ja schon gefunden. Das lag ja hier, ne? Bevor wir jetzt hier in dieses Loch gehen. Ja, okay. Ja, Arschloch, genau. Oh ja. Oh ja. An dich konnte ich mich erinnern. Sehr schön. Nice. Ich habe eine Pumpgun. Ich liebe Pumpguns. In jedem Spiel meine Lieblingswaffe. Okay. Ich war der Meinung. Die ist geladen, okay. Was das? Ein ganz schönes Chaos angerichtet. Habe ich mit einem Schuss gerade beide getroffen? Okay. Okay. Sag ja, beste Waffe. Hm. Wir sind voll, dann machen wir mal noch eins. So. Die ganzen schönen gefälschten Lingvasen. Die sind aber auch absolut empfindlich, die Dinger. Hier, guckt mal. Ich laufe einfach nur davor, da gehen die kaputt. Ja, jetzt müssen wir schon alle kaputt machen. Jetzt haben wir einmal angefangen. Ich überlege gerade, war das... Sind die im Original auch schon so schnell kaputt gegangen? Ich kann mich da nicht mehr dran erinnern. Wäre cool gewesen, wenn da was drinne gewesen wäre. So. Am Safe waren wir ja, ne? Der ist offen, rein theoretisch. Der ist immer noch voll. Gut. Wir konnten ja nichts mehr looten, ne? Dann hoffe ich mal, dass wir jetzt hier alles haben in der Area. Da hinten waren wir auch. Da drin waren wir. Okay, dann gehen wir mal weiter. Ich finde das immer noch so spannend, dass man das rein theoretisch alles skippen kann und einfach hier durchlaufen kann. Dass man dann die Waffe nicht bekommt und so. Das ist schon krass, dass man sich in dem Spiel wirklich richtig umgucken muss und ganz genau. So, wartet. Nee, das ist Rennen. Mein Gott. Ich und die Rennentaste. Märtyrer-Tor. Mhm. Der Stillstand wurde gebrochen, aber ihr kommt zurück. Können wir den Mist nicht hier wegräumen? Tja, anscheinend haben sie den Mist wieder hingeräumt. Das sind hübsche Bilder, die hier überall hinfahren. Hinfahren. Es ist früher Morgen. Hinmalen, nicht hinfahren. Also die fahren hierher, um die Bilder zu malen. Junge.
Meine Prophetin, vielleicht ist es unmöglich, worum ich bitten möchte, aber ich muss dich bitten. Segne die Wolves mit deiner Erkenntnis, deiner Weisheit, deiner Liebe, auf dass sie ihren selbstsüchtigen Wegen abschwören und ihre Waffen niederlegen. Mögest du Frieden in die Welt bringen. Ihr wollt Frieden? Kein Thema. Bleibt auf eurer Insel. So, da wir hier ja alles sammeln wollen, muss ich hier gucken, dass wir alle Nachrichten finden. Meine Prophetin, ich möchte wieder auf die Jagd gehen. Bitte erfülle meinen Wunsch nach einem neuen Ross. Schnell und stark. Einem neuen Sattel und neuem Zaumzeug. Sie ist keine gute Fee. Aber die denken das anscheinend. Da liegt auch noch einer. Meine Prophetin, ich brauche nicht viel. Meine Bedürfnisse sind gering, aber meine Hände sind ungeschickt. Und ich kann zu unserer Arbeit für das Dorf nichts beitragen. Ich kann nichts reparieren, schmieden oder bauen. Ich bitte dich, mir diese Fähigkeit zu schenken, damit ich produktiv sein und mir Respekt verdienen kann. Okay, immerhin mal eine praktische Bitte. Aber das ist wirklich hier wie so ein Wunschbrunnen, oder so. Ich hätte gern, ich wünsche mir, ich möchte bitte. Prophetin, ich diene dir gut. Ich habe schon 2 Wurfs in deinem Namen befreit und ich werde dir noch viele weitere schicken. Bitte lass mich lang genug leben, um zu sehen, wie du Erlösung über dieses Land bringst. Okay, haben wir jetzt hier alle Zettel? Ja, auf der Seite haben wir alle, ne? Meine Prophetin, schenke deinen Kindern Wohlstand und Kraft, auf dass wir diese Welt von ihrer Krankheit befreien und neu anfangen können. Ganz schön viel verlangt, Kumpel. Meine Prophetin, schenke den Ältesten die Weisheit, mich mit Edmund zu verpaaren. Er ist stark und geschickt, zärtlich und freundlich. Ich sehne mich danach, seine Kinder auszutragen. Entschuldigung. Bah. Bah. Da will jemand Sex haben. Okay, ich glaube, wir haben alle Zettel. Gehen wir jetzt hier nochmal gucken. Eine Winkelkatze. Die waren ja mal eine Zeit lang echt im Trend vor ein paar Jahren, so Winkelkatzen. Cam, danke für deine Nachricht. Ich kann es kaum erwarten, dich wiederzusehen. Ich bewache hier immer noch die Scar-Prophetin. Ich habe dir das noch nicht erzählt, aber bei meiner letzten Schicht habe ich mit ihr geredet. Ich habe sie gefragt, warum sie das macht, warum sie ihren Leuten nicht einfach sagt, dass sie die Waffen niederlegen sollen. Sie fing mir dann mit dem üblichen Skarmist an, dass wir zurück zur Natur müssen, dass wir uns zu sehr auf Maschinen verlassen und so weiter. Aber dann hat sie gesagt, dass sie keinen Krieg will und dass der Tag des Ausbruchs ein Weckruf war, aber nicht alle aufgewacht sind oder so ähnlich. Es wurde gerade interessant, als der blöde Louis reinkam und mich angemacht hat, weil ich mit ihr geredet habe. Aber als er sie angeschrien hat, hat sie ihn nur angelächelt. Sogar, als man sie in eine andere Zelle gebracht hat und die anderen Wachen sie beschimpft und herumgeschubst haben, hat sie nur ganz ruhig gelächelt. Es war unheimlich. Alle sagen, dass sie verrückt ist, aber ich sag dir was. Seit ich mit ihr gesprochen habe, verstehe ich, was sie meint. Verstehe mich nicht falsch. Ich glaube, dass ihre Anhänger total durchgeknallt sind. Aber sie hat etwas an sich, das einen packt. Ich habe gehört, dass man sie jetzt an einen sicheren Ort bringen will. Wir sehen uns zu Hause, sei vorsichtig. Sally. Isaac. Fuck. Durch dich wurde eine Verrückte zur Märtyrerin. Jo. Genau das. Ist hier noch was? Oh, ein Waffendings. Wuhu! Waffenholz da. Nice. So, Moment. Hier ist ein Flut. Okay. Toll. Schläge.
weiß aber nicht, ne? Mit einer Axt schlägt man ja doch anders zu wie mit so einem Ding. Aber hier hätten wir 5. Können wir die Schere noch mitnehmen? Gedacht, sag mal, hatten wir nicht eigentlich schon beide Waffenholz, aber das war ja mit Ellie. Wir sind ja jetzt mit Abby unterwegs. Okay, ich glaube, hier war auch nichts mehr, ne? Wir müssen ja mit Abby auch Münzen sammeln, ne? Also... Also ich habe schon zwischendurch mal geguckt, wir haben schon so ein paar Sachen, wo ich eh noch mal rein muss in die Kapitel, weil ich was übersehen habe. Aber ich will natürlich so viel wie möglich jetzt gleich beim ersten Mal spielen mitnehmen. Die Sonne geht unter. Da drüben liegt was. Ich schaff den Sprung nicht, ne? Nee. Ach, das ist eine Leiter. So. Oh. Nein, nicht. Nein, gib. Mann! Wollt die Muni. Hallo? Da ist noch mehr Muni, Abby. Hallo? Hä? Ihr habt das auch gesehen, oder? Die Muni ist einfach. Die ist einfach weggebackt. Die ist einfach durch die Säcke durchgefroren. Liegt die jetzt vielleicht oben? Hallo? Munition? Nee. Die hat einen Verschwindibus gemacht. Na gut. Ha. Okay. Wir haben jetzt sehr, sehr viel gelootet, ne? Wir wissen alle, was das heißt, was jetzt kommt. Der scheiß Scharfschütze, ist der noch da? Das Wolfsland ist trostloser, als ich dachte. Verdammt! Kann er mal weggehen? So viele Gebäude, so viel Überfluss. Diese Verschwendung. Möge uns hier Licht durch das Dunkel führen. Scharfschütze hat sich kurz weggedreht. Ich habe zwar keine...
wahrnehmen. Also ich möchte auch hier, wie beim Ellie-Part, gucken, dass ich nicht sinnlos irgendwelche Leute niedermetzel. Alter, sind die laut. Geht weg. Geht halt einfach weg. Problem ist, ich kam die Treppen nicht hoch. Jetzt habe ich halt nichts zum Werfen mehr. Wenn jetzt noch einer kommt, habe ich halt ein Problem, ne? Ja, da kommen. Hast du schon an die Prophetin geschrieben? Hab ich. Schon vor einem Jahr. Verstehe. Du hast es also noch nicht gemacht? Nein. Zu viele Möglichkeiten. Selbstsucht überfällt mich. Ich will sie immer bitten, meine Familie zu schützen. Du denkst an andere. Das ist keine Selbstsucht. Sie wird deine Absicht erkennen. Okay, dann mache ich das nachher. Alter. Morgen früh wollen wir zum Märtyrertor. Bis dahin musst du es fertig haben. Oh, ist ja noch einer. Das Gute ist, ich weiß, wo ich hin muss. Alles gut. Einfach durch. Also ich lasse jetzt sehr, sehr viel Loot liegen und auch ein paar Sammelobjekte. Aber ich habe gesagt, ich möchte in meinem Story-Durchlauf so wenig Leute wie möglich einfach sinnlos abmetzeln. Deswegen schleichen wir uns jetzt einfach durch, wenn wir es können. Und dass das jetzt gerade geklappt hat, ist ein Wunder. Ich bin hier noch nie durchgekommen im Schleichen. Noch nie. Die haben mich immer irgendwie gekriegt. Hi. Hoffentlich war Oma nicht hier. Hei. Loot? Ja, wir sind voll. Cool. Das
Was ist, wenn man sich überall durschschleicht? Und dass das dann tatsächlich funktioniert, verbraucht man ja halt auch nicht wirklich Blut. Ah, wieder hübsches Bild. Miststück. Wusstest du überhaupt, was du da anrichtest? Ich glaube nicht. Ich glaube auch, dass die irgendwie da so reingestolpert ist und das Ganze. Was ist das hier? War klar, direkt in ein Ska-Lager gerannt. Ja, ist ja gerade keiner da, ist ja jetzt hier. Nicht so schlimm. Cable, wenn bei den Seraphiten ein Kind zur Welt kommt, ist es zuerst wie eine leere Schiefertafel. Reines Potenzial. Du hast dieses Potenzial mehr als erfüllt und alle meine Erwartungen übertroffen. Bitte entschuldige, dass ich bei deinem Initiationsritus, schwieriges Wort, nicht dabei war. Ich weiß noch, wie mein Vater damals das Brennen auf meinen Wangen mit eingeweichten Eukalyptusblättern gelindert hat. Du wirst den Schmerz vergessen, aber die Narben werden dich immer an die Weisheit unserer Prophetin erinnern. Wir sind unvollkommene Kreaturen. Also machen wir uns auch in ihren Augen unvollkommen. Möge sie dich durch den Sturm deines Lebens führen. Mögest du immer deine wahre Stärke finden. Ich bin stolz auf dich. Dein Vater Ezra. Wie nett. Was ich immer... Echt schräge Art. Was ich immer irgendwie ein bisschen komisch finde... Der Ausbruch ist 25 Jahre her. Dann haben die sich in der Stadt erst mit der Fedra bekriegt und alles. Und dann irgendwann haben sich ja die Seraphiten... da mit ihrer Prophetin abgespalten. Das kann doch jetzt noch nicht so lange her sein. Diese Briefe klingen aber teilweise so, als wäre das schon Jahrzehnte her. Also. Schaden? Das finde ich so ein bisschen. Also da hätten mir so ein paar Zeitangaben echt geholfen irgendwie. Ja, weil die Seraphiten haben ja alle schon Kinder, die ne, da vernarbt sind und so. Und die sind anscheinend ja auch schon alle groß. Ja, weiß ich nicht. Ist irgendwie alles ein bisschen für mich schwierig nachzuvollziehen von der Zeit her. Ich meine, wir wissen ja nur, dass dieses Drama, was die da haben von den Wolves und den Scars ja schon ewig geht. Gut. Okay. So. Voll. Es ist zwar pure Verschwendung, weil wir nur so ein ganz kleines witzigen Schaden haben, aber... Hey, bevor wir es hier liegen lassen, ne? Ich finde es halt auch so schön gemacht, ne? Dass die Werkbänke, die Medkits, wenn man die findet. Habt ihr das gerade gesehen, bevor ich das eingesteckt habe, das Medkit, dass das anders aussah, wie die üblichen Medkits, die man findet? Also, ich finde das schön gemacht, dass da das alles ein bisschen anders aussieht. Halt so, als wäre es halt wirklich von denen gemacht, so ein bisschen. Da hat man sich echt Mühe gegeben, ne? So, ist hier jetzt noch irgendwas? Also, jetzt muss ich nur noch runter zur Straße. Ja. Okay. Okay, ich packe das. Ja. Da lang und dann dorthin. Ich überlege nur gerade. Ach, schon wieder voll. Ob wir an der Folge jetzt hier schon einen Cut machen an der Stelle und dass die Folge halt heute mal ein bisschen kürzer ist. Weil sonst wird die jetzt wieder extrem lang. Wir machen jetzt hier heute mal Schluss an der Stelle. Die Folge ist jetzt heute mal ein bisschen kürzer. Aber ich weiß, das, was jetzt kommt, können wir dann schweren Cut setzen. Deswegen, wir machen jetzt hier Schluss an der Stelle. Seid gespannt, falls ihr das Spiel noch nicht kennt, was dann als nächstes kommt. Und ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch wie immer fürs Zugucken. Wünsche euch einen wunderschönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss!